Hallo ihr Lieben, ich wurde von einer lieben Abonnenten gefragt, ob ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen könnte zu dem Nageldrucker, und diesen Wunsch wollte ich ihr natürlich erfüllen, und hiermit ist dieses Video für ihr bzw. für euch, die auch einen Nageldrucker haben. Zuerst bereite ich die Nägel wie gewohnt vor, dann trage ich das Basegel auf, lasse dieses für 30 Sekunden in der mitgelieferten LED-Lampe aushärten. Dann trage ich das Base Color Gel auf. Dies lasse ich auch
30 Sekunden aushärten und für eine bessere Deckkraft trage ich dieses zweimal auf, also insgesamt zweimal auf und lasse diese zweite Schicht dann auch wieder 30 Sekunden aushärten.
Entschuldigt bitte, dass ich so unsauber gearbeitet habe, aber ich habe einfach das Video schnell mal abgedreht, um ihr das nur zu zeigen. Ich selber trage momentan kein gedrucktes Bild auf den Nägeln. Ich habe das jetzt nur für sie nochmal gemacht und werde mir die Beinbilder wieder abmachen, weil ich das momentan einfach nicht so passend für mich finde. Ich trage momentan lieber ganz normale Fullcover. Als nächstes schnappt ihr euch euer Handy und macht den WLAN-Router aus und sucht den Drucker. Ich zeige euch das mal. Da, Otto und Nils. Den macht ihr an. Danach startet ihr die App, die Otto Nils App, und aktiviert die Lampe. Natürlich unter der Bedingung, dass ihr den Drucker schon angeschalten habt. Ne? Also der Drucker muss ganz am Anfang angeschalten sein, um überhaupt WLAN zu empfangen und um alles weitere zu machen. Als nächstes nehme ich dann das Printgel 0 und trage das dann in einer sehr dünnen Schicht auf. Ich lasse diese Schicht allerdings nicht aushärten. Ganz wichtig, nicht aushärten. Als nächstes greife ich auf meine Galerie zu über die App und suche mir ein Bild raus, mache es so klein, wie ich es haben möchte, beziehungsweise so groß, wie ich es haben möchte, und kalibriere es auf dem Nagel. Dazu mache ich es durchsichtig und dann drücke ich einfach nur OK. Ja, da habe ich vergessen, den hochzudrücken, den Finger, das vergesse ich eh ständig. Habe ich dann nochmal gemacht, deswegen da auch die Anzeige. Und dann wird das Motiv ganz normal auf den Nagel drauf gedruckt. Wenn der Nagel bedruckt ist, dann härte ich den mit der mitgelieferten LED-Lampe für 180 Sekunden aus.
Auf den Einnagel habe ich vergessen, wie ich halt so bin, die Nähmaske aufzutragen. Das machst du um deinen Fingernagel herum, um die Farbe, die beim Druck über, ja, gedruckt wird, besser wegzukriegen. Das ist ein Mittel, einfach nur, das ist wie Gummi und schützt deine Nagelhaut. Das mache ich beim zweiten Nagel aber, um, ja, eine saubere Arbeit zu hinterlassen. To run on and to disappear. I won't.
wenn der bedruckte Nagel dann ausgehärtet ist, wird ein Topsil-Gel aufgetragen, also praktisch versiegelt. Dieses lasse ich für 120 Sekunden aushärten und danach cleane ich nur noch die Nägel ab und fertig ist. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Film gefallen hat. Falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr kommt jetzt besser mit diesem Gerät klar und werdet ihn jetzt auch häufiger einsetzen bzw. brauchen, weil es macht eigentlich echt Spaß, damit zu drucken. Man kann halt sehr vielfältig sein, man kann ja alles auf den Nägel drucken, auch persönliche Bilder. Vom Partner, von den Kindern, vom Urlaub, von den Tieren, von allem. Irgendwelche Motive, alles könnt ihr auf die Nägel bedrucken. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis bald!